Ja, hallo Freunde, ich bin's, Micha, Autoaktiv. Bin gerade losmarschiert und habe vor, einen kleinen Spaziergang zu machen. Wie ihr es jetzt seht hier, Dummersdorfer Ufer. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Ich kenne das Dummersdorfer Ufer. Schöne Gegend, direkt an der Trave. Der erste Grund ist, ich habe Urlaub, habe mir vor einem guten halben Jahr ein Gimbal zugelegt, den Webill S, und habe das Teil seitdem im Schrank liegen und noch nie benutzt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keine Ahnung, wie das Ding wirklich funktioniert. Ich weiß, ich habe mich natürlich ein bisschen mit beschäftigt, aber deshalb bin ich jetzt mal unterwegs. Mal gucken, wie das Ding mal zum Einsatz kommt. Mal ein paar schöne Aufnahmen machen, hoffentlich. Ich habe gehört, man muss erst ein bisschen üben. Machen wir dann hier mit heute. Ja, kommt einfach mal mit. So, hier geht's jetzt dann los. So, heute ist Dienstag. Ja, am Vatertag. Ich glaube, der 24. ist heute. Wir sollten hier eigentlich relativ alleine sein. Es ist natürlich dadurch, dass wir letzte Woche Vatertag hatten, haben sich bestimmt einige Urlaub genommen, bietet sich an. Braucht man nicht so viel Urlaub nehmen. Aber gut, wir gucken mal. So, hier vor uns haben wir schon mal die Trave. So, da schauen wir uns das gemeinsam an. Und dann machen wir nachher mal ein paar Tests mit dem Webill S. Ich bin gespannt. Okay, dann kommt mal mit, auf geht's, die Richtung. Die Aufnahmen hier während dem Gehen mache ich jetzt mit meiner kleinen Garmin, mit der Action Cam, mit der Verb. Hat bisher immer gute Dienste geleistet. Vor allem ist natürlich ein Vorteil, ist nicht so schwer wie das andere Teil nachher. Aber ich denke mal, da kriegt man schon, wie sagt man, die smoothere Aufnahmen mit. Da guckt, da liegen sie doch vor Anker, die Herrschaften schon. Ja, wie man dann da hinten mal sehen kann, ist man alleine, ist man eigentlich nie. Da kann doch so einsam sein. Irgendeiner turnt da immer rum. So, hier im Hintergrund findet sich dann das Wildteich. Weiter. Später kommen wir hier noch mal wieder zurück über die Ecke und gehen dann da hinten weiter. So, auf geht's. Trotz Naturschutzgebiet, leere Bierflaschen, Kartons von Bierflaschen. Leere Bierflaschen. Das ist unglaublich. So einige Herrschaften werden das nie lernen. Ja, hier haben wir noch ein paar hübsche blaue Blümlein. Wer weiß, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Sage ich immer wieder. Auf geht's, Leute. Und die Familie Schwan mit Verwandtschaft.
oder auch nur mit vielen Kindern. Seite Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht sollte ich gerade mal mich hinsetzen und das Teil ein bisschen zusammenbauen. Ich habe zu Hause schon ein bisschen vorbereitet. Es muss halt noch ein bisschen justiert werden. Die Bank gibt es hier scheinbar nicht. Dann setzen wir uns halt hier ein bisschen in die Wiese. Das wird ja auch funktionieren. Ne? Hier ist noch ein bisschen was möglich. Da trifft sich die ganze Verwandtschaft der Schwäne. Gut, ich baue mal. Sehen uns gleich wieder. So einigermaßen zumindest. Hat jetzt den Modus. Da unten. Vielleicht kann man es sehen. PF. Fan Follow. Ich habe noch nicht alles verstanden. Wir machen jetzt einfach ein paar Tests. Und dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal los. Eigentlich wollte ich noch das Mikrofon drauf bauen. Ach genau, da bleibt er einfach auf der Stelle, wo du hingestellt hast. Da kannst du mal so drum rumrennen. Einmal mit der kleinen Kamera. I wanna find a sin, a secret of affair. I don't wanna have to hide no more. It shouldn't be unfair. I wanna go and I wanna know. Do you wanna follow?
ganze große Familie Schwäne. Der Wind steht wieder voll auf Mikro. Vielleicht hilft es auch immer was mit dem Puschel. So, haben wir jetzt mal den Strandabschnitt wieder verlassen. Und hier führt ein Weg, so am Hang, so als Steilküste, der Trave entlang Richtung Skandinavienkai. Da muss dann irgendwo noch so ein Aussichtspunkt sein. Da kann man hoffentlich ein paar schöne dicke Fähren sehen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Dann kommt man mit. Tja, hier soll wohl Aussichtspunkt sein. Den müssen sie mal freischneiden, dann können wir mal sehen. Ja, viel erkennen kann man nicht. Ups, okay, geht's weiter. Ja, da sind wir jetzt. Okay, von da kann man auch kommen wahrscheinlich. Gut, jetzt habe ich ja eben so meine ersten Tests gemacht. Ich sage, wenn du ganz allein unterwegs bist, so wie ich, dann noch fotografieren möchtest, dann müsstest du die Kamera, die ich jetzt zum Fotografieren nehme, und hier kann man auch durchgucken, und zum Filmen nehme, tja, müsste man ständig umbauen. Ist nicht so prickelnd. War mir so schon ein bisschen stressig jetzt. Aufbauen, abbauen. Ich weiß nicht. Okay, man müsste sich vielleicht eine kleinere, auch mit Wechselobjektiven, so eine kleine Panasonic zulegen, die dann praktisch, ja, eigentlich gedacht ist für Gimbal. Immer drauf oder sowas in der Richtung. Ist eine Überlegung wert. Da, jetzt gebe ich schon auf und habe gerade erstmal die ersten Tests gemacht. Aber es ist auch ganz einfach. Schon ein bisschen aufwendig. Okay. Wir gucken mal. Wir testen weiter. Und erstmal laufen wir weiter. Diese Richtung hier. Das Wetter wird auch besser. Heute Morgen war es noch richtig beschissen oder bescheiden. Aber jetzt geht's. Die Sonne kommt raus, hatten sie auch gesagt. Gegen Nachmittag wird es super. Okay. Weiter geht's. Jetzt merke ich es doch gerade wieder. Ich habe heute Morgen schon nachgeguckt. Die Kamera, wenn ich ein paar schöne Fotos machen will, ist im Rucksack. Weil ich habe in der Hand das Ding da. So, jetzt. Wie machst du es? So bepackt, hat mir auch keinen Bock. Also, diese Clips, die hier auf die Rucksackgurte kommen, wo man die Kamera so klack reinhängen kann, da hat man sie immer griffbereit. Das ist die nächste Anschaffung. Muss ich gerade feststellen, das ist schon ganz nützlich. Okay, siehst du, dafür war der Spaziergang wieder nützlich. Bestimmt die Bezeichnung irgendeines Wanderweges. Kann ich euch aber jetzt nicht sagen, welcher es ist. Wer kennt den Wanderweg hier mit dieser stilisierten Blume oder was auch immer? Schreibt es mir in die Kommentare bitte. Würde mich interessieren. So, wir sind aus dem Wald herausgetreten und vor uns eine kleine freie Fläche. Und da hinten, da, sieht von hier aus wie Lupinen. Ich gehe mal davon aus, dass es ist, weil hier vorne standen auch eben so ein paar kleine, aber die waren noch nicht so weit aufgegangen. Jetzt habe ich wieder viel zu schnell geredet. Keiner hat mich verstanden. Da, alles voll Lupinen. Schön. Wachsen hier besser als bei mir im Garten. Bei mir im Garten ist das mehr oder weniger Schneckenfutter. Müssen wir die Beule aufsetzen. Aber das sind Schlehen hier. Wenn da nicht wieder dieser komische Schädling drüber herfällt und alles einspinnt. Da oben sieht schon so ein bisschen komisch aus. Aber hier siehst du schon, da ist der Schädling, da ist irgendwas schon drin.
aber da sieht man auch ein paar Früchte. Sogar ein paar mehr, wenn man hinguckt richtig. Es könnte eventuell was werden. Okay, weiter geht's. Da, haben wir Lupinen, guck. Schön jung und frisch. Und hier schon mal so ein bisschen aufgeblüht. Oh, jetzt geht's hier bergab, du, hör mir auf. Das bedeutet, ich muss nachher wieder bergauf. Uiuiui. Toll. Hier gibt es gleich dann einen Aussichtsturm. Ja, schauen wir mal, wo der ist. Eine schöne Kastanie. Blüht hübsch. Ach, da kommt der Aussichtsturm. Schauen wir uns das mal an. Gut, hier soll die Stadt mal ein bisschen kappen. Sieht ja nichts. Von hier aus gehen die Fähren nach Skandinavien. Da liegt ja eine vorne von der TT. Trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen. Soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me. Faking your life for the IG. If you got my number, don't add me. Cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Uh-oh. Baby, don't check for me. Taking time. So, komm mal mit zur Orientierung, sagt er. Hier ist mein Standort. Pötenitzer Weg, also ist das der Prival, hatte ich ja vorhin mal gesagt. Da drüben ist der Prival, kann man so ein bisschen drüber gucken, oben an die Küste. Und dahinter ist, wie nennt ihr das? Pötenitzer Weg, dahinter. Da kann man von hier noch ein bisschen besser gucken. Ja, es geht. Okay. Tja, so, wir verlassen diesen Aussichtspunkt wieder, der meiner Meinung nach mal so durch weggeschnitten werden dürfte, damit man mal wirklich ein bisschen mehr sieht. Aber okay, wir waren mal hier, jetzt geht's wieder zurück. Auf geht's, da runter. Ja, hier gibt's sogar noch im zweiten Wanderweg einen grünen Blatt. Mal gucken nachher, ob man unterwegs irgendwo eine Erklärung findet dafür. So, bin wieder zurück an diese Strandgeschichte hier, da gehe ich gleich mal runter. Das sind ja bestimmt auch irgendwelche Trockenrasenflächen, wie sich das nennt. Ja, schön ist hier. Stand vermutlich das älteste Traubenmünde bis 1181.
slow down. Ja, den Weg da bin ich ja vorhin runtergekommen. Jetzt machen wir hier noch einen kleinen Schlenker. Und gehen hier unten am Ufer lang. Weil da sieht es noch mal ganz schön aus. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Bis jetzt. Rest with me. Close the curtains. Brew some herbal tea. Reach out for me. Take my hand and lead, even when I disagree. So, wie ihr sehen könnt, habe ich auf die Kamera so ein kleines Rode-Mikrofon draufgepackt mit Puschel oder wie auch immer. Jetzt ist das so kein großes Problem, aber wenn du in den Underslang-Modus gehst, wie du jetzt siehst, da zack, klemmt's. Jetzt zurück, geht nicht mehr. Also hängt sich fest, keine gute Idee, muss ein anderes Mikro drauf. Schon wieder neue Erkenntnisse. Okay, es muss natürlich geändert werden. Ja, dann müssen wir selbst mit runter. Dann geht's vielleicht. Ich bin mal gespannt, wie die Aufnahmen werden. Es ist eigentlich sowas für, wenn du irgendwo bist, irgendwie geile Ecke und dann so ein paar, ich sag mal, B-Rolls zu machen oder so. Dann kann man so ein paar schöne Aufnahmen hinter jemanden herlaufen oder an einem vorbei oder sonst was. Sollte man aber irgendwie an einer Stelle machen. Gut, ein bisschen größer darf schon sein, aber ich sag mal, stundenlang schleppen das Ding hier. Obwohl es nicht groß ist und nicht so arschschwer ist, aber auf Dauer eigentlich nichts. Gut, wie gesagt, war der erste Versuch. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Dann geht's mal weiter in die Richtung erstmal und wir sehen uns gleich. So, es geht da hoch. Das ist ungefähr so 1000 Meter. So, dann sind wir zum Auto. Oder meine Versuche, sagen wir mal so, sind heute für heute erstmal abgeschlossen. Ich packe das Teil mal weg. Ich habe noch ein Stück zum Auto. Da muss ich ja nicht schleppen. Zumindest nicht in der Hand. Geht ja auch mit dem Teil. Ja, war aber ganz schön. Ein paar Erkenntnisse sind dabei rausgekommen. Einen habe ich euch ja gezeigt mit dem Mikro. Funktioniert so nicht wirklich gut. Muss man sich um ein anderes kümmern. Aber gut, das kann man ja machen. Ich hatte sowieso vor, dieses Roll Go zu nehmen. Weil jetzt ist gerade so, die andere Kamera steht da hinten. Und wenn ich dieses Roll Go noch hätte, dann könnte ich gleich mit der Kamera auch den Ton, den ich jetzt hier sammle, gleich mal in die Kamera sprechen. Ist auch ein bisschen kleiner, hat nicht so einen riesen Aufbau. Ist auf alle Fälle mal eine Idee. Gut, werde ich in Betracht ziehen. Ja, das ist mal eine Erkenntnis des Tests. Andere hatte ich unterwegs schon mal mitgeteilt. Und ja, schauen wir mal. Gut, jetzt geht's da hoch.
oben in den Wald. Hinten gibt es auch noch so einen Aussichtsturm, so was Ähnliches, wie wir eben schon mal gesehen haben. Ist aber auch nicht viel besser. Müsste die Stadt mal ein bisschen wegschneiden. Aber gut. Kostet scheinbar auch alles Geld. Im Moment haben wir eh keins. Corona sei Dank. Gut, ich packe jetzt ein. Baue das Kamerateil da mal ab. Und dann geht's zurück. Und dann gucken wir mal, was aus der ganzen Geschichte geworden ist. Und ob ich ein Filmchen rausschneiden kann. Sehen wir. Ja, gut. Das war's. Ich melde mich gleich nochmal. Es geht jetzt nochmal ein bisschen hoch. Wenn unterwegs was Interessantes ist, zeige ich es euch. Okay, bleibt mal erstmal noch dabei. Auf geht's, dahin. So. Okay, dann bauen wir mal ab. Das war's. Aus dieser Ecke hier. Wir fahren. Stopp. Ich gehe erstmal zum Auto. Okay. Freunde, das war's. War jetzt, bis ich beim Auto bin, ungefähr 5 Minuten. Ungefähr für diese Geschichte hier 4,5 Stunden unterwegs. Hat Spaß gemacht. Erkenntnisgewinn hatten wir. Alles weitere werten wir dann später aus. Ja, und wenn es Spaß gemacht hat, dann gebt mir gerne mal einen Daumen hoch. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ich hätte ja ein paar Fragen gestellt. Schreibt es einfach mal rein. Und das wird mir schon ein bisschen weiterhelfen, wenn da ab und zu auch mal was geschrieben wird. Wenn es euch interessiert. Okay, Freunde. Schaut mal in meinen Kanal rein. Dann gibt es mittlerweile, naja, so um die ca. 60, glaube ich, Videos zum Spazierengehen, Wandern und sonstigen Sachen. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal rein. Schaut vorbei. Guckt euch was an. Lasst einen Daumen da. Am besten so. Und dann macht's gut. Bleibt gelassen. Wir sehen uns demnächst irgendwo aus Deutschland. Macht's gut. Ciao, euer Micha. Ja, und los geht's. Also jetzt geht's. Ciao, macht's gut.